Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen uns ein paar Strecken pflügen. Nachdem wir gerade so einen schönen Lachflash hatten. Da kommt keiner. So, denn wir sind jetzt gerade mal dran und bauen uns, oder wir treffen schon mal heute ein paar Vorbereitungen für die Baumschule. Wir haben zwar jetzt noch jede Menge Möglichkeiten für weitere Transporte zu machen, für die ganzen Produktionsstätten, aber das erspare ich euch, das wird mal irgendwann mal anders machen. So, genau, es geht nämlich jetzt darum, dass wir uns heute ein wenig mit den Pflügen heute nämlich mal beschäftigen. Pflügen insofern mit ein paar Bäume zu pflanzen. Mit den Vorbereitungen. Ich hoffe, dass das dementsprechend ein wenig baumschulhaft entgegenkommen. So viel, wie wir hier schon abgeholzt haben. So. Ziehen wir mal unsere Bahn hier. Wie gesagt, so aktiv Baumschule habe ich zwar mal durchgelesen, wie das schon funktioniert, aber ganz einfach ist das halt auch nicht. Ne? So, machen wir das mal weg. So, dann lass uns mal kurz Halt. Genau. Weil gute Mutter Erde, das braucht man ja. Ja, was haben wir denn da heute noch vor? Also eigentlich wollte ich ein bisschen länger machen als nur heute noch 4 Stunden, aber wie gesagt, seit heute Morgen um 3.30 Uhr war ich wieder ein bisschen aktiv hier Videos am Schneiden und die Aufrufe, was den Goku Dynasty betraf, hat mir auch sehr gut gefallen. Also da könnte ich auf jeden Fall aber wie gesagt durch die Rückmeldung von Pavel, was ich heute Morgen oder gestern noch mitbekommen habe, dass bei den letzten Videos von Haute Belleron etwas das Mikrofon zu leise war,
Deswegen habe ich das jetzt mal, ja, das ein bisschen wieder geändert. Oder mal was geändert. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie sich das da verhält. So. Da ist noch ein Baumstamm, jawohl. Den können wir dann auch noch gleich mal wegmachen. Ja. Ja, ich muss dazu gestehen, die Felder zu erstellen für eine Baumschule, das war einfach. Ich habe das damals beim 19er auch gemacht, halt. Habe ich mir einfach den Flug geschnappt und ja, einfach ein paar schöne Felder erstellt. Aber es war auch nur knapp, weiß gar nicht, 20 Bahnen, wo ich gemacht habe, weil das Problem war, dass die Produktionen ziemlich schnell voll wurden. Also, das hat schon so gepasst. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Aber eine Baumschule war schon immer mein Ziel, mal mit in die Landwirtschaft mit reinzunehmen, weil es doch schon was Tolles ist. Obwohl ich sagen muss, dass ich zum Thema Baumschule mir noch wirklich noch nicht keine großen Recherchen gemacht habe, ja, weil so wie, also dafür habe ich dann auf der Haute Belleron, ne, Milchvieh, Milchviehproduktion da schon mehr was zusammengesucht, aber jetzt so für die Baumschule. Ja. Echt, du magst Forstwirt? Ja, also ich sag mal so, kleine Forstarbeit gehört immer dazu an die Landwirtschaft, ne? Gerade wenn man so seine Felder am Pflegen sind. Und, ja. Ach komm, mach mal rechts weiter. Passt doch. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ab und zu auch solche Bäume ich auch sehr gerne mag, ne? Also halt gerade. Ich wollte jetzt nicht noch weiter. Ich vermisse meinen Holzfäller-Mod. Und gerade mal die Fräse. Die holen wir uns jetzt einfach mal vorne dran. Aber so im Groben würde ich sagen, passt das schon. Vordere Klammer ab, ups. Ja. Weil was für Bäume mir da im Endeffekt dann auch anpflanzen, ja.
Keine Ahnung. Bin ich mir ehrlich gesagt noch sehr unsicher. Ich drücke lieber die Tab-Taste und hau mich irgendwo anders hin. So. Jetzt richten wir uns den Raum kurz aus. Keiner, wunderbar. Dass wir auch der alle ein bisschen erwischen. So, der ist fort. Denn hier. Der ist weg. Na, oh, wieder einer weg. So, da. Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Das Gebüsch doch mal weg, das Gestrüpp. Also, sagen wir so, mein Ziel ist es sowieso schon mal mit größeren Maschinen zu arbeiten. Ja. Aber dafür will ich ja den Test hier in dem... Silberwand Provost machen, weil wir dann nämlich sagen, okay, wir machen hier jetzt mal mit ein paar anderen Karten. Weil, ja. Es gibt ja bestimmt immer einer, der gerne mit Holz arbeitet und ja, da schauen wir einfach mal. Weil durch die Produktion, wie gesagt, wir kriegen viel Geld dadurch, das passt ja auch alles.
So, das haben wir. Ja, also wie gesagt, wenn wir die 20 Reihen hier haben, dann testen wir einfach mal, was es da alles gibt. Ne? Also wie gesagt, spannend. Ja, sicher, wie spannend das ist. Ratzfatz ist es weg, ey. Und eigentlich wollte ich hier auch nicht so viel machen, ne? Aber naja. Jetzt ziehen wir noch ein paar Bahnen in die Richtung, dann holen wir uns auf jeden Fall mal die nächste. Das nächste Werkzeug dann. Achso. Ja, ich kann ja nicht mit dem Frontgewicht pflügen, ne? Abfahrt. Weil den Stapel, wie gesagt, hier oben, den müssten wir auch noch wegbringen. Aber... den kriegen wir auch. Das machen wir aber alles in Ruhe, gemütlich. So. Ach, halt. Ja, genau, ihr Raben. Kriegt auch wieder euren Futter, wenn wir hier alles umflügen. Das Lustige war noch, wo am Sonntag ich mit meiner Freundin da noch Zeitung austragen war. Das war noch am Anfang von den Straßen. Und wir haben ja sehr viele Bäume da hinten mit Walnüssen. Hätte ich gedacht, dass es mal so ein komischer Rabe da gibt, der über uns hinwegfliegt. Und einfach mal dann die Walnuss fallen das, ne? So viel hätte gefehlt, dann hätte er mich erwischt. Attacke von oben, ey. Der war Raben- und Walnussbombe, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass man sowas erwischt bekommt.